Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Battle Isle, der Andosia-Konflikt. Dummfug oder richtig clever? Wir werden sehen, wenn dieses Flugzeug hier zerstört wird, ist die Mission komplett gescheitert und ich darf ein Spiel laden. Dieses Flugzeug hat nicht mehr viel Lebensenergie. Hoffen wir mal, dass es durchkommt. Okay, wir machen aber die Runde einfach mal so weiter, weil der Rest der Welt bleibt ja nicht stehen. So, wir haben den Panzer jetzt zweimal aufgewertet. Der, ja, macht jetzt deutlich mehr Schaden. Sehr schön. Okay, damit kann ich arbeiten. Damit kann ich durchaus arbeiten. Und dann geben wir ihm hier noch den Rest. Ja, ich hätte auch mein U-Boot nochmal einsetzen können. Hätte ich diese Schüsse hier nicht verschwendet. Aber gut, ja, sehr schön. Er scheint sich hier schon irgendwie zurückzuziehen. Das wundert mich gerade ein bisschen. Da haben wir noch... Oh, da haben wir eine schwere Artillerie. Gut zu wissen. Ah, und noch ein Samurai. Und hier hinten war auch noch irgendwas. Nee, ich sehe nichts. Ah, sehr gut. Okay, Moment. Der kann mich theoretisch abschießen. Das ist aber nicht so wirklich gefährlich. Und hier sperren wir nochmal ein bisschen die Küste entlang. Habe ich jetzt gerade Bock drauf. Da haben wir noch einen Scharfschützen. Okay, ich hatte gehofft, dass hier vielleicht noch Einheiten sind, die ich hier mit meinen Booten behaken könnte, aber... Nö! Ich guck mal, ob ich noch da ein bisschen hier, da... Ach, schade. Nee, das reicht nicht. Okay, dann lasse ich die mal so als Späher stehen, ne? Mittlerweile könnte ich sogar einen Magpie gebrauchen. So, wir schwärmen aus. Späher sind zwar jetzt, also diese Ranger sind zwar jetzt nicht mehr so wichtig als Späher, weil ich die Flugzeuge habe, aber... was soll's. Wir schwärmen aus, wie gesagt. Es geht los, wir gehen, gehen zum Angriff über. Aber die Nashörner sind aber langsam, ne? Kann ich hier noch irgendwas? Moment. Wir haben ja eine blödsinnige Reichweite, aber so ganz kommen sie nicht ran. Okay, dann fahren wir noch ein Stück. Die? Nee, nee, kann ich nur diese ERPs mit angreifen. Macht keinen Sinn. Also, Pulsare nach vorne. Schön beieinander bleiben. Das ist auch wichtig, dass ich die Archimedes mitnehme. Ach, beweg dich. Sollte er denn doch mal mit Flugzeugen kommen, dann habe ich hier ein bisschen was ihm entgegenzusetzen. Da ist schon der erste ERP, da kann ich schon mal gucken, welche Richtung, ich muss überhaupt gucken, in welche Richtung ich mich fortbewege, weil ich muss dahin und ich vermute mal dahin irgendwie. Aber erstmal sollte ich mich in diese Richtung durchkämpfen. Das heißt, am einfachsten oder am sinnvollsten... Ist alles schlecht. Das ist alles schlecht. Hier mit Panzern durchzufahren, halte ich für keine gute Idee. Wenn es überhaupt möglich ist. Na, hier geht's... Ja, hier wird es wahrscheinlich gehen. Ja, ich glaube, das ist sogar das Sinnvollste. Hier durch. Und dann da über die Straße. Das heißt, mein erster ERP wäre... Hier... Okay, das dauert noch ein bisschen. Die können wir da hinten noch ein bisschen stehen lassen. Die Clay Wars. Ach, bewegen Sie sich doch, meine Güte. Ich klicke und er macht nichts. Finde ich furchtbar. Ah, da habe ich schon einen Magpie. Guck mal. Können wir gleich mal einsammeln. Ja, gleich. Nicht jetzt, sondern gleich. So, hier schieben wir einfach mal alles nach vorne. Und schon haben wir wieder eine richtige Streitmacht da. So schnell kann es gehen. Kaum... Sehr schön. Kaum 11 Flugzeuge ausgeladen und schon haben wir eine Streitmacht. So, den stelle ich noch dazu. Das sind doch alles ERPs, oder? Nicht, dass ich hier noch irgendwo einen Bunker geladen habe oder so. Nee.
Und diese Claywars, diese Transporteinheiten können ja alles transportieren, also vieles transportieren. Müssen ja nicht unbedingt ERPs sein. Okay, Moment, wo ist mein... Das ist verschwunden, jetzt ist es wieder da. Da habe ich noch... Oh, sehr schön, nochmal zwei Artillerie. Wo steht der Wimmer weiter ein guter Tag zum Kämpfen? Ja, die sind jetzt natürlich ein bisschen getrennt von denen da vorne. Ah ja, mal gucken, wenn ich das hier so ein bisschen entwirrt habe, dann kann ich da auch wieder sinnvolle Kampfverbände bilden. Und das letzte Flugzeug. Oh, schon wieder Artillerie. Sehr schön. Sehr schön. Ja gut, hier kann ich jetzt eh nicht mehr viel machen. Das ist alles ein bisschen dicht gedrängt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, warte, die Spider, die machen mal ein bisschen Platz hier. Apropos Spider, fällt mir gerade was ein. Was haben wir hier geladen? Das sind die Flugabwehr... Flugzeuge, ne? Weißt du Bescheid? Hier, da wollte ich doch nochmal ran. Und zwar, einmal... Genau, der gibt nämlich nicht komplett seine Ladung ab, sondern mal ein kleines Schrittchen seiner Ladung. Genau, jetzt haben die alle... Ein Forschungsauftrag wurde abgeschlossen. Alle haben wieder ein bisschen Energie. Natürlich viel zu wenig insgesamt, aber... genug, um erstmal diese Strecke zurückzulegen. Und dann nach Hause zu fahren. Und sich wieder komplett auftanken zu lassen. So, gerade mal gucken, die sind alle noch auf dem Weg. Da hat sich keiner verkeilt. Der sollte aufgetankt werden. Der braucht noch was. Was ist mit denen hier? Ah, die brauchen auch noch was. Gucken, Transporter habe ich hier keine mehr. Ah, aber Kometen. Das ist sehr gut. Noch zwei Bomber. Die Exterminators, die kann ich eigentlich wieder losschicken, wa? Voll aufgeladen, jawohl. Wo ist mein Pfad? Hier ist mein Pfad. Moment, was ist das denn hier für ein Pfad? Den kann ich doch löschen. Den wollte ich doch eben schon löschen. Oder? Ja. Der, oh, der kommt weg. Dann habe ich jetzt nur noch den Pfad. Da ist der Kollege hier, der letzte, der draufsteht. Ein Hinweg und ein Rückweg auf die neue Kampfinsel. Ich gucke mich gerade nochmal um. Ob hier wirklich keiner mehr ist. Aber das sieht gut aus. Ja, und dann kann ich diesen albernen Pfad hier auch gleich mal löschen, wenn die hier alle angekommen sind. Ich habe ein bisschen Angst. Eigentlich bin ich fertig. Das ist eine Streitmacht, die sich sehen lassen kann. Hier brauche ich, glaube ich, keine Angst mehr zu haben vor irgendwas, was er hier anschickt. Ich habe Angst um dich. Krux, Transportflugzeug. So lange hast du mich begleitet. Auf meinem schweren Weg. So viele Einheiten hast du für mich hin und wieder her transportiert. Hin und wieder zurück. Und wieder hin und wieder zurück. Und wieder... Ja, du kennst ja das Spiel. Mach keinen Scheiß, Junge. Mach keinen Scheiß. Lass dich nicht abschießen. Nur noch eine Runde. Nur diese eine Runde muss der überleben. Dann habe ich ihn. Dann ist er hier. Dann ist dieser Teil der Mission erfüllt. Dann kann ich das nicht mehr verlieren. Bitte. Ich habe Angst. Okay, aber ich kann nichts anderes mehr machen. Ich kann mir allerhöchstens nochmal hier die Forschung angucken. Oh ja, das ist sogar nötig. Oh, Grundlagenforschung ist auch schon wieder was dazugekommen. Ja, sieht aber alles aus wie Kleinigkeiten. Das macht Sinn. Das mache ich einfach auch mal. Ich weiß zwar gerade nicht, was es ist, aber ich mach's mal. Und dann packen wir die beiden da noch drauf. Gut, dann, Freunde, Daumen drücken. Ihr taktischer Zug hat gerade geendet. Ja,
keine Einheiten in der Nähe? Obwohl, ich würde sie gar nicht sehen wahrscheinlich. Nee, wenn sie hinter mir ankommen würden, würde ich sie gar nicht sehen. Macht keinen Scheiß. Ich gehe mal woanders hin. Lauf nicht weg. Einheit beschädigt. Ja, von mir aus. Von mir aus kannst du hier die halbe Armee vernichten, wenn ich dafür diese Einheit behalten darf. Womit hat er denn eigentlich getroffen? Ah, mit der Artillerie oder was? Bin ich ihm zu nahe gekommen? Ja, bin ich tatsächlich. Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Okay. Mir ist gerade ein Stein vom Herzen gefallen. Huiuiui. Jetzt bloß keinen Scheiß machen. Einfach nur hier ganz in Ruhe. Bringen Sie Kellys Spion zu Ihrem taktischen Akku. Erledigt. Das heißt, das ist kein Thema mehr. Wenn der getötet wird, dann ist das kein Problem mehr. Trotzdem werde ich den jetzt nach Hause schicken. Ist mir egal. Nachher heißt es, oh, jetzt ist aber doch noch getötet worden, doch die Mission verloren. Nee. Der geht jetzt ab nach Hause. Dann haben wir das von der Backe. Dann brauchen wir nur noch den Flughafen zu zerstören und die Verteidigungslinien zu durchbrechen. Was auch immer das heißt. Oh Gott, okay, das hat echt gut getan. Ja, der Buggy ist hinüber, der muss zurück. Na komm, ein Stückchen näher ran, voll reparieren und gut ist. Ja gut, die Artillerie, da muss ich jetzt auf meine Flugzeuge warten. Die, oh ja, die drängeln sich hier schon. Ja, die Boote können hier nicht mehr viel ausrichten. Die schicke ich mal weg. Wie gesagt, ich glaube, dass sich das hier noch öffnet. Demnächst. Deswegen stelle ich die schon mal dahin. Die Zerstörer eigentlich genauso, aber... Ach, sind die schon wieder hier? Das ist ja geil, die Exterminators sind schon wieder hier. Dann kann ich ja eigentlich theoretisch... schon mal wieder einen raushauen. Das mache ich auch. Oh! Einheit beschädigt. Warum beschädigt? Von wem? Wo? Ach, von dem... Nee. Hä? Von dem Nashorn da oben? Oh je. Gut. Also, dann kann ich den hier als Speer behalten. Den schicke ich dann gleich wieder zurück. Und... ich glaube, den lasse ich da einfach mal stehen als Speer. Dann habe ich hier zwei Speer, kann davon gleich einen wieder einsetzen als Bomber. Und der geht wieder zurück. Führt zum Auftanken. So, die U-Boote da vorne bringen mir auch nicht viel. Ich lasse die trotzdem mal hier als Speer. Ich weiß nicht, ob er hier rum noch irgendwelche Sachen macht. Ob da nicht eventuell gleich noch irgendein Schiff ankommt oder so. Ah, okay, ich mache hier mal Platz. So, ein bisschen zur Seite rücken. Die Schlachtschiffe, genau, die bringen wir auch hier nach vorne. Gucken, naja, da habe ich nichts in Reichweite. Da bin ich hier vorne schon weiter fortgeschritten, als dass ich hier mit dem Schiff noch irgendwas machen könnte. Deswegen, was haben wir hier? Das sind die Bomber. Oh, das sind die Bomber. Okay, das ist hier alles so geknubbelt, dass, nein, was habe ich jetzt... Forschungsauftrag wurde abgeschlossen. Habe ich irgendwas gemacht? Ich glaube, ich habe nur den mit Energie versorgt. Ich hoffe, dass ich den nur mit Energie versorgt habe. Okay. Ja gut, dann müssen wir jetzt mal warten, bis die sich hier entknuddelt haben. Die können ja sich auch alle nicht mehr so doll bewegen. Die Spider von da hinten. Moment. Die sind schon angekommen. Ja, pass auf. Dann lösche ich diesen Pfad hier mal. Das verwirrt doch alles nur. So, was habe ich jetzt noch für Pfade? Ich habe noch einen Hin- und einen Rückpfad. Und ich habe aber auch noch diesen Pfad da hinten, habe ich gerade gesehen. Genau. Der ist aber jetzt auch obsolet. Okay, nächste Runde. Oh!
Oh, die Flugzeuge sind schon wieder da. Oh, na, herzlichen Glückwunsch. Wow. Okay, pass auf, ich muss zumindest ein Flugzeug in den Flughafen schicken. 1, 2, 3 Kometen passen in ein Flugzeug. Gar nicht schlecht. Und Hinweg. Und das nächste Flugzeug. Da packe ich jetzt noch den letzten Kometen rein. Und nehme noch ein bisschen hier von der Bagage mit. Trogos. Oh, da passt sogar ein Trogos mit rein. Krass. Alles klar, dann reicht das ja schon. Ein Forschungsauftrag wurde abgeschlossen. Das ist schön. Hier sind noch Artillerieeinheiten. Moment, noch ein Jagdpanzer, noch ein Samurai. Und passt noch ein Vulture rein? Passt tatsächlich noch ein Vulture rein. Ich glaube, das ist mit der größte Vorteil von diesen Jagdpanzern, dass die kaum Platz wegnehmen. Das sind zwar relativ starke Kampfeinheiten, nicht ganz so stark wie die schweren Kampfpanzer, aber durchaus brauchbar. 16 von 25. 20 von 25. Wie groß ist denn so eine Ant überhaupt? Die hat Transportgröße 4. Ja, komm, reicht das? Oh, ich fürchte, wenn ich hier zweimal oder dreimal mit meinen Flugzeugen hin und her geflogen bin, dann habe ich hier nichts mehr auf meiner Insel. 25, passt perfekt. Okay, ja, so ein paar schwere Kampfpanzer wären mir noch ganz lieb. Ein Ranger und da müsste eigentlich... Nee, noch ein Ranger passt nicht rein. Na gut, dann muss der mit 23 los. So, das letzte Flugzeug, wa? Das letzte leere Flugzeug. Oder? Ja, es ist voll. Das ist noch leer. Okay, Moment, dann doch noch nicht das letzte. So, 2 Vultures machen 12. Machen wir noch einen schweren Kampfpanzer, sind wir bei 22. Und noch einen Ranger. Ein Ranger. Und wir sind voll. Perfekt. So, hier war noch eins, was noch nicht voll war. Das hier. Okay, aber das kann sich das noch bewegen? Nee, kann es nicht. Alles klar. Ich glaube, der Rest ist schon wieder... Ah nee, da kommen noch ein paar leere. Okay, ich habe nichts gesagt. Da kommt auch noch ein leeres. Alles klar. So, ich bewege die mal ein bisschen aus dem Weg hier. Was haben wir denn noch? Der ist... Okay, der ist voll und auf Fahrt kann sich nur nicht mehr bewegen. Alles super. Alter Schwede, wenn ich das alles, was ich jetzt noch auf dem Weg habe, da habe, dann brauche ich, glaube ich, echt nichts mehr. Und ich habe hier noch so viele Einheiten rumstehen. Ich könnte, genau, ich könnte noch ein paar Luftabwehreinheiten brauchen. Da habe ich einen Kometen. Jede Menge Artillerie. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt noch mehr rüberschiffen soll oder ob ich, also fliegen soll oder ob ich den Rest einfach hier lasse und mal gucke, wie weit ich damit komme, was ich jetzt schon habe. Das ist ja eigentlich schon einiges. Ich glaube, ich gucke erstmal, wenn das alles angekommen ist, gucke ich mal, ob das nicht eventuell schon reicht. Oh, ich bin so froh, dass ich diesen Spion da rausbekommen habe. Das war so wichtig. Weil daran bin ich aber auch schon ein paar Mal verzweifelt. Ja, das Knäuel lösen wir nächste Runde auf. Ich mache gerade nochmal Pause. Hier haben wir eigentlich alles schon gemacht. Ah ne, hier haben wir noch gar nichts gemacht. Guck mal. Aha. Also die Bodeneinheiten, da haben wir noch gar nichts gemacht. Es kommt aber auch erstmal nichts nach. Sodass ich hier irgendwie Platz schaffen müsste. Ja, und jetzt wird es wirklich kompliziert. Weil jetzt muss ich halt... Okay, die Schiffe kann ich jetzt erstmal ein bisschen vernachlässigen. Bis auf die Flugzeugträger. Weil die restlichen Schiffe, die stationiere ich hier und dann ist gut. Ja gut, jetzt, ja gut. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, jetzt muss ich mich wieder um Bodeneinheiten kümmern und nicht mehr um Schiffe.
Flugzeuge spielen irgendwie immer eine Rolle, aber... Ah, es frisst alles so viel Zeit. Und dabei sind 13 Minuten für eine Runde schon echt viel. Aber manchmal reicht es nicht. Na, Rückweg, Hinweg, 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 Rückweg, Rückweg. Ja. Bunt gemischt hier. Ja, wie gesagt, ich werde erstmal gucken, wenn das ankommt, was ich hochgeschickt habe, was ich dann da habe. Ob das nicht schon eventuell reichen könnte oder ob mir noch ein paar schwere Einheiten fehlen, ob ich noch ein paar leichte Einheiten zu wenig habe, ob ich noch ein paar Luftabwehreinheiten zu wenig habe oder solche Geschichten. Und dann werde ich hier mal vorrücken. Hier hatte ich gesagt, ne? Über den Weg und dann hier über die Straße. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Gucken, wie viel Zeit haben wir denn noch? 4 Minuten 30. Okay. Also. Ich speichere das hier nochmal. Wieso eigentlich Hinterhalt? Wieso Hinterhalt? Ich weiß. Ah, ist das vielleicht ein Hinweis auf das, wie die Mission ausgehen wird, oder? Oder war der Hinterhalt schon, dass sie mich weggelockt hat, also die Gegnerin hier, und dann die Hauptinsel eingenommen hat? Egal, wie auch immer, wir werden es erleben, aber nicht mehr heute. Ich bin echt durch. Jetzt bin ich wirklich durch. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.